Hallo und herzlich willkommen hier bei Riva Rossi. Mein Name ist Tom und ich möchte euch heute eine Neuheit vorstellen aus unserem Hause, nämlich das Dreierwagenzug-Set Alex. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Wir werden es auch fahren lassen, logischerweise, werden uns die Fahreigenschaften anschauen. Zuerst schauen wir uns aber ein wenig das Vorbild an, ein wenig die Geschichte, dann, wie eben schon gesagt, schauen wir uns dann halt das Modell im Einzelnen an, dann gibt es auch noch Fahraufnahmen natürlich und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein paar Impressionen von diesem wunderschönen Wagenzug-Set. Der Fahrplan steht, ich würde sagen, wir legen los. Ja, fangen wir ganz vorne an. Ein paar Informationen zu dem Vorbild. Einmal gehe ich auf den Alex ein. Was ist eigentlich der Alex, was hier auf den wunderschönen Wagen draufsteht und was gibt es über die Wagen halt aus dem Vorbild zu berichten. Fangen wir mit dem Namen Alex an, also sprich dem Unternehmen, das hier auf den Wagen draufgedruckt ist. Das Produkt Alex ist ein Teil der Unternehmensgruppe Die Länderbahn GmbH und Die Länderbahn tritt als führendes privates Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personennahverkehr im Raum Bayern auf. Die Vereinigung umfasst mehrere Produkte, dazu zählt natürlich unter anderem auch der Alex, die Oberpfalzbahn, der Trilex, die Vogtlandbahn, Flex, Waldbahn und die Berchtesgadener Landbahn. Die Länderbahn blickt auf eine lange Tradition zurück. Die Gesellschaft wurde am 9. Mai 1989 gegründet und hat bis heute ihren Sitz im niederbayerischen Viechtach. Seit 2011 gehört die Länderbahn zur Netinera Deutschland GmbH. Das soll es auch erstmal gewesen sein an Informationen zum Produkt Alex. Jetzt schauen wir uns die Wagen an, was es vom Vorbild dazu zu sagen gibt. Die Wagen, die wir jetzt hier im Modell haben, sind eigentlich die neuesten Wagen, die der Alex zur Verfügung hat. Es sind nämlich Wagen, die ab 2017 auf die Gleise kamen. Zum allgemeinen Fuhrpark des Alex gehören nämlich wesentlich mehr Wagen. Wir haben nämlich insgesamt 53 modernisierte Abteilwagen der Gattungen AB, VMZ, AVMZ, BM, BUMZ, zwei modernisierte zum Fahrradtransport umgebaute N-Wagen, das sind die ehemaligen Silberlinge von der Deutschen Bahn. Die meisten Wagen werden für 200 km/h hergerichtet. Es gibt allerdings auch Wagen, die nur für 140 km/h zugelassen sind oder auch nur für 160. Die Wagen, die wir jetzt hier haben, sind, wie ja gerade eben schon gesagt, die modernsten und die neuesten, die der Alex zur Verfügung hat. Das sind die sogenannten TI-Wagen. Die TI-Wagen kommen ursprünglich von der niederländischen Staatsbahn und haben hier in Deutschland dann einen großen Umbau erlebt. Neben nämlich dem neuen Alex-Treffbereich verfügen sie über eine erste Klasseabteil sowie weitere Serviceabteile, zum Beispiel mit einer Kinderspielecke. Der Umbau der TI-Wagen wurde am Netinera-Werk in Neustrelitz durchgeführt und sie verfügen seit dem Umbau auch über WLAN und große TFT-Monitore, wo die Fahrgäste dann den Fahrtverlauf ihres Zuges ablesen können. Es gibt zwei Varianten, einmal erste Klasse-Wagen, wie ja gerade schon gesagt, mit Abteil oder dann halt die zweite Klasse Großraumwagen. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 kommen jetzt unsere hier im Modell stehenden neuen TI-Wagen zum Einsatz und sie sind damit die modernsten Wagen, die beim Alex zum Einsatz kommen. Neben dem neuen Alex-Treffbereich verfügen sie über ein Erste-Klasse-Abteil sowie weitere Serviceabteile, zum Beispiel einer Kinderspielecke. Der Umbau dieser TI-Wagen wurde im Netinera-Werk Neustrelitz durchgeführt und in diesem Umbau haben dann die Wagen WLAN eingebaut bekommen und große TFT-Monitore, wo die Fahrgäste dann den Lauf ihres Zuges drauf ablesen können. Ursprünglich kommen diese Wagen von der italienischen Staatsbahn und werden jetzt hier sozusagen in Deutschland für den Alex ausschließlich zum Einsatz gebracht. So, bevor wir jetzt zum Modell N1 zu 87 gehen, hier noch eine kurze Information. Netinera ist ein Tochterunternehmen der Trenitalia, der Personenverkehrssparte der italienischen Staatsbahn. Bis 2011 kannten wir Netinera noch unter Areva Deutschland. So, das war es jetzt aber wirklich zum Vorbild. Jetzt schauen wir uns das Modell hier in 1 zu 87 an. Jetzt im Modell 1 zu 87 angekommen, fangen wir ganz vorne an. Wir haben hier ein dreiteiliges Zugset hier in dieser wunderschönen Verpackung. Die Wagen sind dann auch nochmal einzeln verpackt. Das ganze Set hat die Artikelnummer 4293. Die Wagen untereinander haben dann nochmal die zusätzliche Zahl 1, 2 und 3, sodass man die Wagen relativ einfach zuordnen kann.
Es sind Reisezugwagen der Bauart UICZ der Epoche 6 und wie ihr eben beim Vorbild schon gehört, sind es Wagen in der aktuellen Lackierung vom Alex. Schauen wir uns die Wagen kurz im Detail an. Wir haben hier die Artikelnummer HR4293, wir haben eine Privatbahngesellschaft, wir haben die Epoche 6. Stromsystem ist DC, also Gleichstrom. Wir haben mit Innenanrichtung ausgestattete Wagen. Die Wagen sind alle mit einem NEM-Schacht 362 ausgestattet mit Kurzkupplungskinematik. Jeder Wagen ist exakt 303 mm lang, das heißt das gesamte Wagenset ist 909 mm lang. Es ist eine Neuheit vom Quartal 4 2020. Ja, das waren die Stichpunkte. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein wenig im Detail an. Schauen wir uns neben der feinen Detaillierung die Wagen jetzt ein wenig genauer an. Wir haben längst wie auch an den Stirnseiten eine sehr schöne detaillierte Bedruckung. Wir haben hier vorne die zwei zweite Klasse Wagen mit Abteil. Das heißt, wir haben außen einmal einen Gang und auf der anderen Seite dann die Abteile. Die Wagen sind mit der Trennwand und den Abteilen wunderschön ausgestattet. Dann haben wir hier oben dann einen erste zweite Klasse Wagen. Das heißt, wir haben hier einen zweite Klasse Bereich und einen erste Klasse Bereich. Der erste Klasse Bereich, wie im Vorbild, ist immer abgetrennt mit einem gelben Zierstreifen oberhalb des Fensterbandes hier oben zu sehen. Das heißt, hier neben sind dann jeweils wieder zweite Klasse Abteile. Bei der Detaillierung hat man bei diesem Wagen zusätzlich darauf geachtet, dass genau wie beim Vorbild ein Wagen sozusagen eine Sonderlackierung bekommen hat für den Lauf München-Prag. Das ist nämlich hier wunderschön zu sehen. München, Regensburg, Prag. Auch hier in den Fenstern praktisch die Einstiegstüren haben immer Zuglaufschilder. Auch hier hat man darauf geachtet, dass dort die Zuglaufschilder angebracht sind. Und es ist wirklich sehr schön, unter der Lupe kann man da wirklich sehr schön den Zuglauf erkennen. Hier auch natürlich dann die Trennung, erste, zweite Klasse, das Logo des Alex und dann hier die einzelnen Produkte, die hier in dem Zug zu finden sind. Die Bedruckung vom Wagen selbst haben wir hier auf dem Längsträger, alles wunderschön trennscharf und sehr einfach zu erkennen. Auch das Revisionsdatum, sprich im Prinzip die TÜV-Abnahme für diesen Wagen, wurde Anfang 2017 gemacht. Das Datum steht auch hier auf dem Wagen drauf und wie wir ja eben vom Vorbild her schon wissen, dass diese Wagen im Fahrplanwechsel Dezember 2017 zum Einsatz kamen. Das heißt, dieses Datum ist korrekt, da wurde auch richtigerweise drauf geachtet. Bei den Wagen selbst sind Zurüstbeutelchen mit bei, die sehen so aus. Ich habe das Ganze mal ausgepackt und zwar haben wir zum einen zweimal diese kleinen, Moment, ich zeige es ein bisschen besser, so, einmal diese zwei Zurüstrahmen, wo dann die Bremsschläuche drin sind, die man dann an den Wagenenden jeweils unten reinstecken kann. Dann haben wir hier einmal die Zugsammelschiene, die sozusagen den Strom, den die Lok vorne produziert, dann halt von Lok zum Wagen weitergeben. Und dann haben wir hier vier Schlingerdämpfer, die werden an den Drehgestellen seitlich aufgesteckt. Die dienen im Prinzip dazu, dass der Wagen einen ruhigen Lauf hat auf dem Schienenoberbett. Das heißt, bei hohen Geschwindigkeiten, bei 200 km/h zum Beispiel, ist es extrem wichtig, dass der Wagen schön laufruhig läuft, sodass man, wenn man halt im Wagen sitzt, nicht permanent durcheinander geschüttelt wird. Dafür sind diese Schlingerdämpfer da, die werden wie gesagt seitlich an den Drehgestellen reingeklipst. Hier, jetzt wird es ein bisschen kleiner, haben wir die Zughaken. Die werden praktisch da, wo die Kupplung hier am Wagen ist, werden diese halt reingesteckt, dienen aber nur zur reinen Deko. Und hier ganz zum Schluss haben wir dann noch zwei Steckdosen, die auch reingesteckt werden. Man muss dazu sagen, die Bremsschläuche wie auch die Zughaken kann man nur im sogenannten Vitrinenmodus verwenden, denn wenn man die Wagen ganz normal benutzt auf seiner Anlage, stören diese Zughaken bzw. auch die Bremsschläuche hier die Kupplung daran, sich frei zu bewegen. Das heißt, die Kupplung kann sich nicht nach links oder nach rechts biegen. Das heißt, der Wagen würde in einer Kurve entgleisen oder die Sachen würden einfach abbrechen oder rausrutschen. Das heißt, im normalen Zugbetrieb kann man diese leider nicht benutzen, nur im sogenannten Vitrinenmodus, wenn man sie dann irgendwo hinstellen möchte. Dann kann man das alles wunderschön machen. Man zieht die beigelieferte Bügelkupplung raus und steckt dann sozusagen die Sachen rein und hat einen voll zugerüsteten Wagen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, Freunde,
Eine schöne Sache wird jetzt bestimmt auch sein, wie wir uns die Wagen in der freien Natur anschauen. Wir schauen uns die Laufeigenschaften an und danach sehen wir uns wieder zu meinem Schlusswort. Viel Spaß! Willkommen beim Schlusswort. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir hoffen, euch gefallen die Wagen. Falls ihr die Wagen erwerben möchtet, kein Problem. Einfach die Artikelnummer HR4293 eingeben und dann werdet ihr relativ schnell fündig werden. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.